Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren Legesystem-Videos. Wir haben uns für die heutige Ausgabe was Spannendes ausgedacht. Und zwar geht es wieder um die Themen Entscheidungsspiele, Entscheidungslegungen. Und diese Entscheidungslegungen, da gibt es ja relativ viele. Und unser heutiges Thema, unser heutiges Legesystem heißt die schnelle Ja-Nein-Frage. Die schnelle Ja-Nein-Frage ist so ein Thema, ja, für was ist es denn wirklich gut? Sagt es schon der Titel, für eine schnelle Entscheidung bei einer Frage, die uns so unter den Nägeln brennt, dass wir gar nicht warten können, um da überhaupt ein großes System rauszuziehen. Und ihr werdet dann auch gleich sehen, es ist wahnsinnig einfach, das rauszufriemeln. Ja, für was nützt dieses Entscheidungsspiel nicht? Klar, wenn ich tiefergehende Entscheidungen möchte, wo ich viele Komponenten mit einbeziehen will, da bin ich mit diesem Legesystem auf dem Holzweg. Schwierigkeitsgrad eine 2. Und ich würde sagen, starten wir doch gleich. Ich habe hier euch heute kein Bild vorbereitet, denn lasst uns konzentrieren auf das, was bei diesem Legesystem wichtig ist, nämlich mischen A und B, dann eine Form des Rauszählens. Und bei diesem Spiel ist es wichtig, dass wir uns erlauben, auch Karten auf den Kopf stehen zu haben. Dann machen wir heute mal den Zigeunern den Vortritt. Ich habe hier schon meine 36 Zigeunerkarten vorgelegt und vorbereitet. Und wir gehen mal her und mischen die ganz erfreut durcheinander. Und wenn wir das Gefühl haben, hurra, jetzt sind wir genau so weit, dass alles stimmig und gut ist, dann machen wir daraus einen wunderschönen, tollen. Jetzt haben wir wieder ein zusammengezogenes Kartendeck und jetzt muss ich mich entscheiden. In dem Moment ist es wichtig, welche Seite ist oben, welche Seite ist unten. Und ich habe mich mal entschieden, dass ich hier oben habe. So, und jetzt geht die ganze Sache los. Wir haben 36 Karten, das heißt, ich werde 36 Reihen bilden und jede Reihe hat dann schlussendlich sechs darunterliegende Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. So, wir haben schon eine klare Auslage. Was benötigen wir? Die erste Reihe. Den Rest können wir getrost mal zur Seite legen. Und jetzt bekommen wir schon mal einen ersten Hinweis. Wir drehen mal die Karten um. Und je mehr Karten aufrecht, also für uns richtig da liegen, umso mehr Ja-Stimmen haben wir. Und hier haben wir den tollen Entscheidungsstring Jein. So. Mit Jein fange ich natürlich wenig bis nichts an. Wenn ich natürlich eine klare Aussage möchte, dann muss ich einen Schritt weitergehen. Und ich möchte ja gerne wissen, soll ich endlich mich dazu aufraffen, um diesen tollen Weg zu gehen? Und jetzt lege ich meine Karten weiter aus. Position 1 ist der Hinweis, worum es geht. Karte 2 ist Unterstützer oder Verhinderer, in dem Fall ein Verhinderer. Dann habe ich als Position 3 die Basis. Position 4 ist die Zukunft. Position 5 ist mein Darüber und Position 6 ist die Vergangenheit. So, und jetzt wird die ganze Sache schon klarer. Wenn ich den Schritt gehen will, dann soll ich auf meinen Animus hören, ja, der liegt zentral, aber
Ja, und jetzt kommt die auf dem Kopf stehende Karte etwas Geld, was ja für wenig spricht, ne? Ich soll aufhören, immer daran zu denken, dass es zu wenig ist, sondern ich soll diese Karte auf den Kopf stellen, also mir ganz klar machen, welches Potenzial ich habe. Meine Basis sind die gedrehten Gedanken. Ja, ich darf hergehen und aufhören, darüber zu sinnieren, sondern ich soll endlich es tun. Wir haben in der Position der Gedanken, der Kopflinie, habe ich die Karte Glück. Ja, ich soll darauf vertrauen, dass alles gut wird, dass es sich so entwickelt, wie ich es mir wünsche. In der Vergangenheit, der Dieb, ich habe mich vielleicht bereits aus der Situation gestohlen, aber ich getraue es mir nicht, wirklich zu leben. Ja, und was habe ich in der Zukunft? Sehnsucht, allerdings auf den Kopf stehend. Und diese auf den Kopf stehende Sehnsucht sagt mir ganz klar, hör auf zu träumen. Geh endlich los. Husch. Und nicht irgendwann. Jetzt. Und in diesem Sinne wäre es für mich ganz toll, wenn wir uns erlauben, diesen Traum, diese Entscheidung, diesen Weg, den wir für uns innerlich schon lange wollen, ne, Vergangenheit schon aufgebrochen, endlich gehen. Ja. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit den Tarotkarten an. Für das habe ich euch jetzt die Tarotkarten ausgetauscht und wir beginnen wieder, indem wir uns überlegen, wir haben hier einen klaren Wunsch, wir haben den Traum, eine Idee wahr werden zu lassen. Und jetzt schauen wir mal, was uns die Tarotkarten dafür empfehlen. Ja? Wie vorher die Zigeuner, mische ich die schön durcheinander. Ja, ich habe hier mein Kartenuniversum. Ich mische, wie es Kinder gerne tun, wenn die Karten zu groß sind für die kleinen Hände. Ja, es reicht mir schon. Ich bilde jetzt wieder meinen Stapel an Karten, ziehe sie zusammen. Ja, so machen wir das schön neutral. So kann keiner das Gefühl haben, er wisse, was denn wer wo was ist. So. Und jetzt ist wieder die Frage, was ist oben, was ist unten, was ist oben, was ist unten. Ich habe mich für diesen Weg entschieden. Und jetzt wieder gleiches Auslegesystem. Allerdings, wir haben ja nicht mehr 36, sondern 78 Karten. Wir haben aber trotzdem immer noch 6 Reihen. Und wir haben immer noch die daraus resultierenden 13 Karten darunter. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Wieder wie im vorhergehenden Beispiel kommen die unteren 12 weg. Für uns im Moment nicht interessant. Und wir gehen wieder los, wie vorher schon gezeigt. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs gerade Karten, ein klareres Ja können wir gar nicht bekommen. Ja, und jetzt fragen wir die Karten nochmal, wie es weitergehen kann. Ja, wir haben wieder die Basis und den Unterstützer oder Behinderer. Basis, Zukunft, Gedanken, Vergangenheit. Ja, auch hier wieder. Soll ich die Entscheidung machen? Ja, abgeklärt haben wir ja schon lange, wo es hingehen sollte mit unserem Feuer, mit unserer Kraft, mit unserer Beharrlichkeit. Und die Herrscherin gibt uns noch den Hinweis, wie toll kann das werden, wenn du endlich deine Ideen umsetzt. Wie schön kannst du es hinbringen, wenn du aufhörst, hier zu
hadern, denn in der Vergangenheit haben wir den Bagen der Schwerter, der da immer nur hin und her gedingelt hat gedanklich, und der sollte endlich kleiner werden. Und in der Basis mit den vier der Schwertern, ganz klarer Hinweis: Gedanken sind zwar schön, aber zu viel Gedanken machen uns eigentlich nur pathetisch und lassen uns rumliegen. Also hör auf mit Waffenruhe, aber lass auch diese Gedanken, die du da hast, ganz klar. Denn in deiner Kopflinie haben wir das Gericht. Und das Gericht fordert uns auf, diese Wünsche, diese Freuden, diese in unserem Ideenkästchen, möchte ich mal fast formulieren, haben wir schon alles, was wir möchten, und das sollten wir endlich rauslassen, das sollten wir erwecken. Hierophant in der Zukunft, ja, der fordert uns auf: Tausch dich aus, erlaub dir deine Träume zu leben und hör auf, statisch zu bleiben und nur rumzustehen. Im heutigen Legesystem. Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Schreibt uns bitte in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt, ob ihr was findet, wo ihr mal ein Video sehen möchtet. Wenn ihr wohlwollend seid, liked unseren Kanal. Wir freuen uns immer über euer positives, tolles Feedback. Entweder hier oder unter www.dimantica.de auf unserer Homepage oder per E-Mail auf agora@dimantica. Und wir freuen uns auf euer wohlwollendes Kommentar hier. In dem Sinn wünsche ich euch einen tollen Tag. Bleibt dran, legt immer die Karten und vergesst eins nicht: Never give up. In diesem Sinne, tschüss.